Die Herausforderung, die jetzt hinter Ihnen liegt und zum Teil noch besteht, ist die Herausforderung auch einer ganz anderen Art, nämlich die vielen Menschen, die in unser Land gekommen sind. Ich weiß noch, als ich in Heidenau im Ende August die Erstaufnahmeeinrichtung besuchte, da war die vom DRK betreut, das war jetzt nicht das Technische Hilfswerk, und da sagte mir einer als seinen persönlichen Eindruck, wissen Sie was, das ist Auslandseinsatz im Inland, was wir hier gerade machen. Und so war die Situation ja auch an vielen Stellen. Und deshalb ist mein Ziel und mein Wunsch heute, Ihnen erst einmal Danke zu sagen, wie Sie sich an diese Riesenaufgabe herangemacht haben, wie viele von Ihnen bis zur Erschöpfung gearbeitet haben, an Wochenenden, an Feiertagen. Thomas de Maizière hat eben die riesige Zahl von Stunden genannt, von flächendeckender Einbeziehung hier im Grunde, wenn 600 Ortsverbände dabei waren, viele, viele ehrenamtlich, und alles fand noch parallel zum Arbeitsalltag statt. Viele haben ihre privaten Interessen zurückgestellt, die Freizeitinteressen, um mit anzupacken in einer humanitär wirklich herausfordernden Situation. Und ich weiß nicht, was Sie sich alles von Ihren Familien fragen lassen müssen. Das ist ja sicherlich auch der Fall. Aber letztlich ist es deshalb mir ein tiefes Bedürfnis, Ihnen Danke zu sagen für das, was Sie getan haben. Sie waren so etwas wie der erste Eindruck, den viele Menschen, die zu uns kamen, von Deutschland hatten. Und Sie haben Deutschland damit alle Ehre gemacht. Und nun sind ja heute nicht alle hier, die geholfen haben, deshalb meine Bitte auch an die, die zu Hause sind, dass sie Ihnen ein herzliches Dankeschön sagen, genauso wie Ihren Familien und Freunden, die teilweise auf Sie verzichten mussten. Und wir haben das hier an anderer Stelle schon mit Bundespolizisten gemacht. Natürlich stellen sich auch viele Fragen, denn die Frage der vielen ankommenden Flüchtlinge hat ja auch zu einer großen Polarisierung in unserer Gesellschaft geführt, zu tiefen gesellschaftlichen Diskussionen, zu großen, auch zum Teil Auseinandersetzungen. Auf der einen Seite eine große Hilfsbereitschaft, aber auch auf der anderen Seite durchaus Zweifel und auch, so wie es schon gesagt wurde, Anwürfe, Pöbeleien, die sie ertragen mussten, und auch Angriffe auf Unterbringungsmöglichkeiten. Ich glaube, wir können heute sagen, dass wir inzwischen viel erreicht haben, und ich will noch einmal das kurz Revue passieren lassen. Wir mussten uns ja selbst erst einmal mit dieser ungewohnten Lage vertraut machen. Wir hatten seit 2014 im Grunde viele Flüchtlinge, die gekommen sind über Italien und Österreich nach Deutschland. Im Jahre 2013 waren es schon 100.000, im Jahre 2014 waren es 200.000. Und wir hatten die Ahnung, dass es 2015 deutlich mehr wurden. Der Bundesinnenminister hat mehrfach seine Prognose verändern müssen im Laufe des Jahres. Aber wir haben dann eine völlig neue Fluchtroute gesehen, die im Januar des Jahres 2015 noch mit 1.000 Flüchtlingen pro Monat begann, sich jeden Monat verdoppelt hat, im Juli bereits auf 54.000 angewachsen war, im August 102.000, im September 147.000, im Oktober 211.000, das war der Höhepunkt. Und wenn Sie sich heute das Monat für Monat aufmalen, sind wir jetzt im Grunde im Sinne einer Gauss-Kurve wieder im März des Jahres 2016 da, wo wir im Februar des Jahres 2015 waren. Und dazwischen liegt harte Arbeit. Gesellschaft geführt zu tiefen gesellschaftlichen Diskussionen, zu großen, auch zum Teil Auseinandersetzungen. Auf der einen Seite eine große Hilfsbereitschaft, aber auch auf der anderen Seite durchaus Zweifel und auch, so wie es schon gesagt wurde, Anwürfe, Pöbeleien, die sie ertragen mussten, und auch Angriffe auf Unterbringungsmöglichkeiten. Ich glaube, wir können heute sagen, dass wir inzwischen viel erreicht haben. Und ich will noch einmal das kurz Revue passieren lassen. Wir mussten uns ja selbst statt, viele haben ihre privaten Interessen zurückgestellt, die Freizeitinteressen, um mit anzupacken in einer humanitär wirklich herausfordernden Situation. Und ich weiß nicht, was Sie sich alles von Ihren Familien fragen lassen müssen.
Das ist ja sicherlich auch der Fall, aber letztlich ist es deshalb mir ein tiefes Bedürfnis, Ihnen Danke zu sagen für das, was Sie getan haben. Sie waren so etwas wie der erste Eindruck, den viele Menschen von, die oft zu uns kamen. Die Herausforderung, die jetzt hinter Ihnen liegt und zum Teil noch besteht, ist die Herausforderung auch einer ganz anderen Art, nämlich die vielen Menschen, die in unser Land gekommen sind. Ich weiß noch, als ich in Heidenau im Ende August die Erstaufnahmeeinrichtung besuchte, da war die vom DRK betreut, das war jetzt nicht das technische Hilfswerk, und da sagte mir einer als seinen persönlichen Eindruck, wissen Sie was, das ist Auslandseinsatz im Inland, was wir hier gerade machen. Und so war die Situation ja auch an von Deutschland hatten und sie haben Deutschland damit alle Ehre gemacht. Und nun sind ja heute nicht alle hier, die geholfen haben, deshalb meine Bitte auch an die, die zu Hause sind, dass sie Ihnen ein herzliches Dankeschön sagen, genauso wie Ihren Familien und Freunden, die teilweise auf Sie verzichten mussten. Und wir haben das hier an anderer Stelle schon mit der Bundespolizisten gemacht. Natürlich stellen sich auch viele Fragen, denn die Frage der vielen ankommenden Flüchtlinge hat ja auch zu einer großen Polarisierung in unserer vielen Stellen. Und deshalb ist mein Ziel und mein Wunsch heute, Ihnen erst einmal Danke zu sagen, wie Sie sich an diese Riesenaufgabe herangemacht haben, wie viele von Ihnen bis zur Erschöpfung gearbeitet haben, an Wochenenden, an Feiertagen. Thomas de Maizière hat eben die riesige Zahl von Stunden genannt, von flächendeckender Einbeziehung, ja im Grunde, wenn 600 Ortsverbände dabei waren, viele, viele ehrenamtlich, und alles fand noch parallel zum Arbeitsalltag.